Hallo und willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Und wir müssen rauskriegen, wer Butters beauftragt hat. Wer Butters so viel Kohle in die Hand gedrückt hat, dass er so viel Aluminiumfolie kaufen kann. Und so viel Lava verbreiten kann in der Stadt. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien in der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor. Und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer, Kuhn? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein! Nein, 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 nein! Wer ist Mitch Connor? Cartmans bescheuerte Handpuppe! Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der Schule. Ist es wirklich Mitch Connor? Gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor, in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, sechs Personen mit Fedora, verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal Bitte jemand was? Gegen das Verbrechen. Oh, Angela Merkel. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde, er ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Was? Der dritte Captain America Film? Wie lange war das? 6 Jahre? Ungefähr 6 Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Oh nein! Diese Stadt wird nicht zum Opfer maskierter Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Die wollen uns jetzt abknallen? Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Jennifer Lopez. Mitch Connor. Cartman, du Drecksack. Hey du, warte mal. Du bist neu hier, stimmt's? Ich heiße Wendy. Nein. Willkommen in unserer Schule. Ich war schon immer da. Das Problem, von dem Coldall erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Coldall mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Och, okay. Also, wir treffen uns ja gerne mit Mädchen auf dem Klo. So ist das ja nicht. Vor allem mit Mädchen, die wir noch nicht kennen. Hi. Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert. Was ist daran bescheuert? Das ist doch cool. Braucht man sich nicht mehr so umziehen? Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Nein. Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Von wegen.
Von wegen, mein Freund. Au! Was? Hinterhalt? Du warst doch betäubt. Besiege die Sechsklässler. Okay, Call Girl, Humankite und Captain Diabetes. Oh, das Team kann sich sehen lassen. 4 gegen 5. Gerechtigkeit. Wie unfair. Die armen Sechsklässler. Dich mach ich fertig, Pussy. Mikroaggression. Schlag ihn. Du hast den Pussy genannt. Ah. Ha. Oh, lass dich da von deinem Freund massieren. Bin ich schon dran? Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Du bist noch nicht dran, Captain Diabetes. Ich verlass mich auf dich. Jetzt bist du da. Nee, wir sind erstmal dran. Können wir hier irgendwas machen? Natürlich nicht. Ja, da können wir was machen. Fresssand! Sehr gut, Wunderarsch! Ich bin jetzt dran! Nein! Lass das! Ach komm. Der hat sich ja nur bewegt. Du hältst Block, erzürnst einen Feind. Wer ist denn als nächstes dran? Der kleine Dicke da hinten. Lockenkopf. Dein Zug wird erstmal zurückgesetzt. Jetzt kann die ganze Welt über sein Leben spotten. Ach schade, der wurde nicht unten in der Leiste zurückgesetzt. Koma-Kombo. Ja. Rückstoß-Kombo. Wehgetan. Steh mal nicht so an, Captain Diabetes. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Ja. Da fällt mir ein. Du bist voll am Ende. Dafür bist du mir echt was schuldig. Da fällt mir ein. Humankite. Ja, ja, fühl ihn so. Wir können gleich mal ein bisschen cool. Craften. Toll im eigenen Saft geschmort. Dass wir wieder mehr Verstärkung beschwören können. Vierklässler versohlen, geile Sache. Das war aber gerade eine Mikroaggression. Du hast uns Schwuchteln genannt. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Zeig ihm, was du drauf hast. Wollen wir... Ah, Gerald wollen wir nicht beschwören, oder? Ach komm, wir holen uns erstmal Verstärkung von Onkel Jimbo. Was ist hier los? Es kommt direkt auf uns zu! Au! Ned, übertreib's nicht! Du bist nicht mehr in Vietnam! Alter! Junge, Junge, Junge! War's das? Die leben noch? Nicht mehr lange. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Humankite. Aber den Zug setzen wir zurück. Ja. Oh, hättest du diesen Zug gewollt und nicht? So, einmal die Selfie-Sticks spüren? Nee, doch nicht. Eine Handy-Attacke. Jetzt ist die Wahrheit da draußen. Dann mal los. Und einmal so. Ja. Scheiße, ich bin so langsam, total überfressen. Ja, selber schuld. Fress nicht so viel. FDH, frisst die Hälfte. Gerechtigkeit. Piu, piu. Piu. Die haben überhaupt keine Chance. Nein, lass das. Oh, nee, kein Flammy. Sechsklässlerschläger. Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Korgel. Haben wir noch was zum Wiederbeleben? Ja. Aufwachen. Sonnenschein. Sonnenschein. Ultimativ so bereit.
Todestauchen. Nachts sieht das cool aus. Ja. Zeig ihnen, wer der Boss ist! Diabetes-Time! Nimm das! Komm, mach ihn fertig, Captain Diabetes. Gib ihm den Rest. Genau so. Leg dich nicht mit Kolgal an! Genau, such das Weite! Flieht! Wir haben gewonnen! Sack mit Hundescheiße und Währung. Und natürlich Erfahrung. So, wir sollen zum Kuhversteck und wir sollen zu den Klos. Gut gekämpft, Kuhn and Fools. Leider wird General Disaster sich jetzt zur Ruhe setzen. Mein Kostüm ist in Game, sagt. Oh, jetzt bin ich traurig. Tut mir leid, dass Chaos nichts für dich war, früherer Partner. Da Kolga aufgetaucht ist, musste ich den Zugangscode für das Kuhn-Versteck doppelt verschlüsseln. Es ist jetzt 529. Als wenn Kolga das nicht hacken könnte. Können wir per Schnellreise zum Spielplatz? Kann ich von behilflich sein? Ja, kannst du. Da sind die Teiche. Da fällt mir was ein. Läuft gut, Wunderarsch. Bitte schön. Wir können doch jetzt die Lava beseitigen. Hallo, Neuer. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du forschst ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhn-Freunde schon zu bieten? Wie kann man jetzt etwa seine eigenen Leute hintergehen? Die Lava, die können wir doch noch entfernen. Haben wir zumindest einen Zeitquest dann erledigt. Übereinstimmung. Sandblaster. Toolchat hat, was du brauchst. Und rein mit den Stöpsel. Oh, Ja! Oh, aua, aua. Kehre zu Mr. Adams in der Polizeiwache zurück. Das können wir gerne gleich machen. Ach, wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Das sage ich dazu. Aber uns fehlt hier auch irgendwie noch eine Katze, oder? Aber vielleicht ist die auch gar nicht im Wald? Vielleicht ist die auch im U-Storage, dass wir die da noch nicht gesehen haben. Okay, was ist das hier? Meets. Meets. Da kommen wir auch nicht weiter. Wir brauchen für den einen Zeitquest doch nur noch eine einzige Katze, glaube ich. Können wir hier durch? Ah, hier können wir durch. Ich glaube, die ist wirklich... Der Selbstjustizler verdirbt an den Spaß am Vollzug! Wohin, Selbstjustizler? Sofort zurück! Wohin, seht ihr mich nicht? Da ist die South Park Mall, da ist Tokens Haus. Ziehen wir das durch?
Da ist das Youth Storage. Und da ist der Spielplatz. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Zu das Super. Auf keine Buchlandung. Erstmal schauen wir im Youth Storage und dann treffen wir uns erstmal mit Callgirl. Wenn wir hier überhaupt noch reinkommen. Warum ist da oben jetzt ein Käfer? Haben wir da schon wieder einen neuen Bösewicht? Kommen wir nicht ins, ins Youth Storage rein? Und was haben wir denn hier? Organische Früchte. Organic Fruits and Vegetables. Aha. Stimmt, wir hatten ja eine Kurbel gefunden. Hillvale Farm Wein. Eimer Erinnerbeerensaft. Ah, da finde ich die englische... Hallo, ich bin's, dein Furzmentor. Mentor. Manche Fürze sollen das Kampfesglück wenden können. Komm zu mir in die Taqueria. Den Taco-Laden. Den Taco-Laden. Das machen wir später. Oder? Was haben wir hier? Halten? Du willst doch sicher nicht diesen Weg einschlagen, oder? Er führt in ein dunkles und geheimnisvolles Land, in dem Menschen einfach spurlos verschwinden. An deiner Stelle würde ich diesen Weg nicht einschlagen. Können wir ihn nicht irgendwie... Ein guter Tag, um ein bisschen mit dem Traktor den Verkehr auf dem Highway zu stauen. Ich glaube, das können wir später machen. Und ich glaube, das machen wir auch später. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass hier irgendwo eine Katze ist. Okay, wo sind wir denn hier? Da sind wir. Da ist Callgirl. Und warum können wir hier jetzt nicht mehr rein? Wir sind hier überhaupt richtig. Na, großartig. Was für ein Anblick. Ja, toll, ne? Schnell an den Lakaien vorbei. Token wollten wir ja eh nicht. Jetzt zumindest nicht. Haben wir ihn schon? Ich hab nichts anderes vor. Ihn hatten wir schon. Ah, toll. Meine jetzt Eltern haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig. Ja, witzig. Besoffene Eltern. Hier ist auch nirgends eine Katze. Komm her! Ich hab einen Satz heiße Ohren für dich! Und ich hab ein paar Furzbomben für euch. Oh, oh nee! Doch! Wow. Oh. Für unbefugt. So, euch einmal auf die Omme hauen. Das Betreten gibt's einen Arschtritt. Ah, das fühlt sich so warm an. Vorteil. Besiege alle Gegner. Junge, wie siehst du denn aus? Wo es Verbrechen gibt, ist Callgirl nicht weit. Lila, das ist doch keine Farbe. Das ist der letzte Versuch. Da treffen wir niemanden mit.
treffen wir zwei mit. Erstmal ihn. Wie der Wichser abgeht. Ja, krass, oder? Nein, nicht abstechen. Nein. Aua. Hey, nur ich darf meine Freunde stupsen. Das nennst du stupsen? Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Lasst Kolgol mal ran. So? Die hat irgendwie nur so Einzelattacken. Erstmal ihn. Call Girl ist kein Passwort zu komplex. Das ist ein Obdachloser. Warum hat der ein Smartphone? Der ist wahrscheinlich froh, wenn er eine Wohnung hätte. Wäre froh, wenn er eine Wohnung hätte. Ich glaube nicht, dass so ein Obdachloser mit einem Smartphone rumrennt. Obwohl bei den Amis. Einmal Verstärkung. Es kommt direkt auf uns zu. Nein, es kommt auf uns zu. Nein, er schießt es, bevor es uns schadet. Und die Granate. Nett, vielleicht sind das ein paar Veteranen, die du von früher kennst. Lass doch sowas. Ach, einen haben wir erledigt. Speerknie. Aua. Hey, aua! Das Böse fürchtet die Kaltlaser. Du kannst die Schnauze halten und uns mal heilen. Hier. Nee, schützen, nicht heilen. Stimmt ja. Das packst du schon. Machen wir ihn erstmal fertig. Bombenhagel! Ziemlich cooler Move. Unsichtbar. Haha, ihr seht mich nicht. Na. Das lässt du mal schön sein. Niemand stupst Captain Diabetes. Mit einer Flasche, du Flasche. Gut, dein Handy klingelt. Wenn das Internet aus der Mode ist, kannst du sicher wieder normal leben. So, der Letzte mit seinen modischen Flipflops und seinen hässlichen lila Haaren. Den erledigen wir auch noch. Meine Rache wird so finster wie Steve. Ultimativkraft. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Ich will dir nichts vormachen, das wird schatter. Spüre die Laserstrahlen aus dem All. Selbst meine Zehen werden länger leben als er. Darf ich darüber lachen, oder? Jetzt lebt noch? Die dumme Sau lebt noch? Gleich nicht mehr. Sehr gut, Wunderarsch. Gut so, Neuer. Weiter so. Penner-Prügler. Besiege 10 Penner. Haben wir ganze 4 schon. So, müssen wir da rein? Müssen wir da rein? Mist. In welches müssen wir rein? Einmal kurz gucken in die Missionen. Geh in die für dich passende Toilette auf dem Spielplatz. Welche ist die für uns passende? Die mittlere. Ich finde es falsch, dass Cisgender dasselbe Klo benutzen müssen. Das muss echt schlimm für dich sein. Naja, egal. Hör mal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Oh, mein Handy ist
Nein! Egal, wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. No. Ja, wie kann man dir auch das Datenvolumen sperren? Hilf Korgal bei D-Mobile. Wie kann man dir nur das Datenvolumen sperren? Das geht ja mal gar nicht. Also da brauchst du wirklich Hilfe. Okay, gehen wir direkt zu D-Mobile. Oh, der Fotodojo. Ich würde ja gerne, bevor wir hier irgendwas anderes machen, die Katze noch finden. Und wir müssen unseren Mini-Auftrag mit Mr. Adams ja auch noch abgeben. Und wir müssen zum Taco-Laden.